Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Auf geht's in den Solavana Garten. Schaut euch um, schaut nur mal, wie schön grün alles geworden ist und wie groß die Pflanzen geworden sind. Es ist die reinste Freude hier zu sein und es macht so viel Spaß. Heute geht es um die Kartoffeln und ihr seht sie schon in der Mitte vom Bild ungefähr. Diese großen Pflanzen, die sind jetzt so riesig hoch geworden. Ja, um die geht's, beziehungsweise um die Kartoffelkäfer. Und da seht ihr auch schon ganz viele. Die sind sowas von gefräßig. Die fressen also die Pflanze von Kopf bis Fuß auf. Die fressen die Blätter, die Stiele, alles, wenn man sie lässt. Ja, und sie vermehren sich auch total schnell, man kommt überhaupt nicht nach. Man sollte das alle 3 Tage machen, was wir hier machen. Wir machen das höchstens einmal in der Woche, weil so viel Zeit haben wir jetzt ja auch nicht. Ja, aber insgesamt ist es richtig ekelhaft. Es ist überhaupt nicht schön und ja, wir müssen auch die Tiere töten. Ich verstehe das nicht, es ist wirklich schrecklich. Ob wir es nochmal machen, wissen wir nicht. Ob wir wirklich nochmal Kartoffeln anbauen wollen, wissen wir im Moment nicht. Jetzt ist es eben so, jetzt muss man es machen. Und es gibt auch andere Meinungen, die sagen, man könnte die Kartoffelkäfer den Hühnern geben. Allerdings hat wieder jemand anderes zu mir gesagt, die Hühner wollen das gar nicht, weil die so bitter sind und denen schmecken die Kartoffelkäfer nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall haben wir ja keine Hühner und von daher lesen wir sie einfach ab und ja, treten sie dann halt tot. Es tut mir leid. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr davon haltet. Also hier seht ihr jetzt noch eine andere Methode. Wir haben halt alles Mögliche ausprobiert. Hier haben wir einen Stein verwendet und die Rückseite, die flache Seite von der Rückseite der Hacke verwendet und quetschen dann die Kartoffelkäfer so ein. Oh Gott, ist das gruselig. Naja, ihr könnt mir ja eure Meinung dazu schreiben. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Es ist jetzt mal so und mal gucken, wie wir es dann in der nächsten Saison machen. Ja, werf nochmal einen Blick auf unseren Garten und ich freue mich einfach aufs nächste Mal, wenn wir wieder hier sind und sag bis dahin Tschüss!